Mei, liebe Leid. Wie war euer Tag von gestern bis heute? Also meiner ging so. Ich habe zwar fast gar nicht geschlafen, aber trotzdem konnte ich klagen. Ne? Ja, ganz in Ordnung. Ja, was soll ich euch erzählen? Ich habe mir gestern mal so überlegt, aber diesmal habe ich überlegt. Jetzt wenn ich euch das Freestyle, guckt euch meine Fresse an. Das ist ja, da muss ich, also bei mir, wenn ich mich ärgere, aufrege, Wut habe, da kommt bei mir der Scheiße da raus. Oder wenn ich vor irgendwas extrem ekel. Naja, gut. Ich erzähle euch mal eine Story von Trier. Und zwar kam da einer in Lude. Lude bedeutet Zuhälter. Da haben sie ein Rotlichtmilieu hochgehen lassen. Und da waren nicht nur normale Kriminelle involviert, sondern auch, soweit ich weiß, ne, wurden alles nur erzählt, ne, ich habe keine Akten gelesen, nichts. Ne. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so war. Justizbeamte mit Kindesmissbrauch und all so Kram. Lude hat mir dann irgendwann mal erzählt, was für Leute da reinkamen. Da kamen zum Beispiel, schon mal mit dem Staatsanwalt, der hat dann die gebrauchten Kondome gekauft und hat die leer gelutscht. Dann kam ein Richter, der hat sich dann unter so einen Tisch gelegt, der eine Öffnung hatte. Dann hat sich dann eine Prostituierte draufgesetzt und hat dann halt dem in den Mund gekotet. So, könnt ihr mal sehen, wie auf was die so stehen. Ich will nicht sagen, dass alle machen, ne? Aber so ganz, wenn die Geschichten da wirklich stimmen, dann kann man sagen, hier, und so was steckt uns weg, ne, verurteilt uns, ne. Nur wenn man mal in die Schuhe oder Koks zieht oder ein Joint raucht, ist man in den Knast gesteckt, ne. Ja. Und waren da noch so eine Geschichte. Ich überleg mal. Also, so, sagen wir mal, den gefährlichsten, den ich gesehen habe, in Haft, das waren Koblenz. Das waren Kolumbianer. Vom Kartell. Der hat doch seine eigenen Beamten gehabt. Nicht hier vom Knast, sondern vom Ministerium selbst. Ich glaube 4 Stück. Und wenn der in die Kirche kam, bekam er nur ganz zum Schluss. Und immer Handfesseln, Fußfesseln, alles. Ne? Gott haben die den bewacht. Mama. Ja. Da habe ich noch eine Geschichte, wollte ich noch erzählen. Das fällt mir schon wieder ein. Ja, heute was. Scheiße, ich habe gestern einen Account von meinem Instagram gelöscht. Ich habe gedacht, da bleiben alle drauf, aber nee, mit einer habe ich mich gut verstanden, habe gut mit der geschrieben.
Mit der hat schon weitergeschrieben, aber jetzt ist der Account weg und sie ist auch weg. Ich habe den Namen noch nicht im Kopf, jetzt will ich schon mal zurückschreiben. Vielleicht erinnert sie sich an meinen Namen und schreibt. Naja, ja, gleich wieder zum Arzt und dieselbe Prozedur wie immer. Ja, bin mal gespannt, wenn der Stellungsbefehl kommt und dann geht's ab. Ne? Dann fängt die Karussellfahrt an, dann liege ich dann im Bett und schmeiß mich hin und her und Glitschen nass geschwitzt morgens und ja. Naja, muss ich durch. Hab sie schlimm, ich hätte es überleben. Ja, wie gesagt, einen bin ich sehr enttäuscht, habe ich gestern schon gesagt, die wird wohl hier diesen Kanal gar nicht abonniert haben oder angucken. Ich bin halt schon ein bisschen enttäuscht, dass liebe dich als Freund und dann meldet sie sich, egal. Tja, ach Mensch, ich komme auf die scheiß Geschichte. Was mache ich denn da? Nachdenken. Gleich. Gleich, pass auf. Da bin ich ja hier gerade fertig. Bin ich kurz zur Tür raus und auf einmal Boom fällt mein. Ne? Ich habe nicht mehr so viel Datenvolumen. WLAN und alles wird auch dann noch bei mir abgestellt, Fernseh, WLAN, weil ich einfach nicht mehr einsehe, bei Vodafone irgendeinen Cent zu hinterlassen. Die haben mich so gelinkt und abgezogen. Normalerweise muss ich schon im Baseballer rein und den ganzen Laden klein schlagen. Ne? Ich bin da rein, nach der Haftung, das hat Sprache in der Wohnung, Fernsehanschluss mit normalen Fernseh, wie den Knast auch, als normales Fernsehprogramm und ein Internetrouter, ne? Und Netflix, aber nur wenn es für 50 Euro passt, ne? Wenn nicht, dann das machen wir was anderes, ne? Hauptsache das Ding läuft, ne? Internet hätte mir eigentlich gereicht, ne? Ja, hätte ich auch machen können, Idiot. Verließ den Vertrag richtig durch. Der interessiert sich noch so für weil ich mich angestellt hätte und dies und das und macht er auf Kumpel und nee, Bruder und erstens mal, ich habe keinen Bruder, ich habe zwei Schwestern, eine Halbschwester, eine normale, aber ich habe keinen Bruder, ja. Ja, auf jeden Fall drückt er mir dann einen Vertrag rein, der 100 Euro kostet. Muss ich mit ein, ne? Ich habe dann angerufen und habe gesagt, pass auf, Einigung, bevor ihr gar nichts kriegt, entweder gibt euch damit zufrieden, macht mir einen Vertrag von 50 Euro. Und ich zahle noch 10 Euro im Monat mehr, damit die 200, 300 Euro bezahlt werden. Ne? Wenn ich mehr zur Verfügung habe, dann beweise ich für euch das auch, aber sonst gehen nur 10 Euro. Ne? Ja, die waren damit einverstanden. Ja, das habe ich erfahren, ja, von wegen einverstanden. Die haben mir ein Angebot gemacht, wie dann, wenn ich meinen Mann Vertrag, ich habe ihn ja schon gekündigt, wenn der abgelaufen ist, dass ich dann den 50 Euro Vertrag haben könnte.
oder von ihr könnt mich kreuzweisen. Ich kenne so viele Leute, die von euch beschissen worden sind, obwohl davon, die vor Gericht sind und noch gewonnen haben, ne? Weil die Vodafone so ein Abzug auf einer Firma ist. Ja. Boah, ich könnte jetzt schlafen gehen, falls ich jetzt nachts gepennt hier. Ja. Das mache ich. Nee, kann ich schon. Der Heizungsmensch kommt ja nachher. Boah, das war noch. Essen bei Mutter, das war noch. Naja. Ich bin froh, meine Mutter zu sehen, so einen kleinen Hund. Aber ansonsten habe ich heute gar nichts Bock. Ne? So, und Leute, lasst es euch gut gehen, wie es eben geht. Und es geht weiter. Es geht immer weiter. Ne? Also, bis dann, ne? Macht's gut, Leute. Ciao.